Herzlich willkommen zur nächsten Castlevania-Episode. Ich bin Solivo, Replay Games for You. Und wir haben zuletzt diesen abscheulichen Uhrwerkturm fertig gemacht. Wir müssen jetzt ins Olrex oder so. The giant mechanisms and gears continue to turn, but Gabriel continues to foil them. He is now in the heart of evil. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Olrox. The two brothers have been her greatest champions, yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Olrox and his brother Brawner are traitors who took sides with the Queen when she became one of the Dark Lords. He has wreaked terror on the lands ever since. But now he will meet one who is greater, more powerful than he, one who will deliver a message without any mercy. Olrox, meet Gabriel Belmont and his vampire killer. Das hört sich ein bisschen nach Bossfight an. Bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir hier durch den Uhrwerkturm hochgefahren worden und da ist er schon, so wie es aussieht. You shall not pass through here. Okay, Schweinchen. You shall not stand in my way. Okay. Okay, es ist wirklich... Ey, ich komm hier hochgefahren, krieg direkt einen Bossfight vor die Nase gesetzt. Was geht denn hier ab? Keine Magie und nix am Start. Hauptsache, wir haben immer volle AP. Das ist schon mal ein bisschen was wert, denke ich. Na komm, guter Kerl. Ach ja. Wenn wir wenigstens eins können, dann ist das Kämpfen. Das ist doch schon mal ganz gut, denke ich. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich gerade, dass wir den irgendwie gebacken kriegen. Was machst du denn da, verrückte Scheiß? Okay, okay, okay. Ach ja. Das hättest du wohl gern getroffen, oder? Ah ja, ja. Läuft eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Okay. Wenn du mich beobachtet, sieht's auch, wie ich dich kaputt mache, Kollege. Ist dir schon mal aufgefallen? Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Der hat uns irgendwie gepackt. Geht hier ab. My lady will be pleased after I bring her your head. Das ist mir schon klar. Aber das muss er erstmal schaffen, Kollege. Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Du willst es also wirklich? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Ah ja, ja, das hättest du wohl ganz gern. Krieg ich aber nicht mit. Das war ganz schön knapp, aber egal. Komm, 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 Mann. Komm, komm, komm. Ach ja, nicht so. Komm, 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 Kollege. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Ja, ja, ja. Und dann die Klingen dann jedes Mal. Das finde ich ja, das ist die lächerlichste Attacke, die er bisher gemacht hat. Oh, da hat er uns, glaube ich, einmal erwischt eben. Der Verrückte. Na gut, ich meine, die Attacken sind halt relativ offensichtlich. Der zieht seine Klingen, kann man damagen, dann rollt man weg, bis er wieder angreift, zieht wieder seine Klingen, kann man wieder angreifen, und wartet mal wieder, bis er jetzt ankommt, macht er wieder Klingenzack, kann man wieder angreifen.
holt man wieder weg, guckt, was er da als nächstes macht, macht er den Kack, jetzt macht er zwei Angriffe, dann kann man kurz angreifen, jetzt muss man nochmal weg, weil dann hinterher ein Angriff kommt. Ist ja super offensichtlich, was er hier macht. Eins, zwei, wieder angreifen. Also das ist wirklich easy bis jetzt. Macht wieder die Klingenkacke. Also finde ich bisher ein bisschen zu offensichtlich, das Ganze. Was hast du jetzt vor? Oh, jetzt pumpt er sich auf, weil er irgendwie da von dem Kerl gefressen hat, das. Soll ich das verhindern? Ich vermute mal, dass ich das verhindern muss. Und vielleicht das Fingerborg zerstören oder so. Keine Ahnung, Mann. Gucken wir einfach mal, wir kämpfen mal noch weiter. Gucken, ob er das dann ordentlich oft macht. Oh, das war nicht so gut. Jetzt hat er uns tatsächlich mal getroffen, der Schweinehund. How dare you challenge my lady? Okay. Folge halt. Der jetzt vor. Geht er zum nächsten Teil scheinbar. Okay, er ist nicht begeistert, so wie es aussah. Ja, ja, ja. Weiß ich auch, dass das hier alles super cool ist für dich. Hättest du wohl ganz gerne, Kollege. Ja, 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 komm, komm, komm. Ich muss gleich wieder, genau, perfekt. Muss er wieder irgendwo hingehen. Wir müssen da hingehen und damagen und ich denke, wir müssen den Leichnam dann irgendwie töten. Damit er irgendwann sich eben nicht mehr aufpumpen kann, wie so ein Bekloppter. Was ist der Leichnam tot? Und dann speichert er auch, okay. Müssen wir wahrscheinlich öfter machen noch, dass die Leichnäme da sterben. Zack, zack, zack. Ja, ja, ja. Die klingen wieder. Alles viel zu offensichtlich, Mann. Aber naja. Ein einfacher Boss ist mir ja lieber, als wenn er zu schwer ist. Wenn wir da 100 Jahre rummachen müssen. Zumal der ja genug aushält, offensichtlich. Ist ja auch ätzend genug dadurch, würde ich sagen. So. Geht er wieder zu so einem Ding? Wahrscheinlich geht er randommäßig zu einem und irgendwann kann er sich halt nicht mehr aufsaugen, wenn wir die weggetötet haben. Denke ich mal. Okay, der ist tot. Ja, ja, ja. Bam, bam, bam. Oh, da hat er uns mal wieder getroffen, der Schweinehund. Beeindruckt. Oh, das macht er auch mal wieder. Das hat er schon länger nicht mehr gemacht, ja? So, nächstes Mal. Naja, der nächste Tote.
Genau, der ist auch kaputt. Perfekt. Das war knapp. Oh, die klingen wieder. Ja, weiß man, der Bosskampf an sich ist einfach nicht abwechslungsreich genug gestaltet, finde ich. Keine Überraschung und gar nichts. Ist einfach nur ein Überlebenskampf, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber naja. Soll es ja auch geben. So, der ist auch tot, oder ist irgendwie was drin? Können wir jetzt noch nicht holen. Schon klar, Kollege. Komm. Wobei, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir es nicht geschafft haben, mal einmal den Balken voll zu bekommen. Obwohl der Kampf ja eigentlich doch relativ offensichtlich ist. Okay, jetzt können wir ihn scheinbar töten. Oh nein, ich hab's verbockt. Ach du Kacke. Das ist ja übel, wenn wir das verbocken. Okay. Bin ich doch noch ein bisschen hier ins Schleudern kommen, oder was? Tatsache. Ich gar nicht für möglich gehalten. Oh. Mach mal einen Abgang hier. Okay. Komm. Okay, jetzt kriegen wir das Blut hier auf das Siegel drauf, scheinbar von ihm. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt gehen wir erstmal hier in den Leichnam. Das Ding rausfischen. Ist der Schattenmagiestein? Ist hier noch irgendwo eine Leichen? Sieht nicht so aus. Na, Hauptsache wir haben den Boss geschafft. Und gucken, was hier abgeht. Okay, wir haben eine Schriftrolle gefunden. Auf dem Stein befindet sich eine kryptische Inschrift. Willst du öffnen den Pfad, der zur Fürstin dich lenkt? Füll alle Becher mit dem Schlüssel, welcher eingeschenkt. Einem Schlüssel weder aus Holz noch aus Eisen, sondern aus etwas, das wir gewöhnlich verspeisen. Okay. Okay, müssen uns scheinbar einen Weg dadurch bahnen. Okay, wenn man so eins erreicht hat, dann geht das nächste an. So wie es aussieht. Also dann kriegt man wieder genügend Blut. Lenkpunkte. So verrückt, wie das vielleicht klingen mag. Komm. Verrückt der Kack, ey. Ja, ich habe kurz gestockt gehabt. Ich denke, dass das deswegen nicht geklappt hat. Wir versuchen es einfach noch einmal.